Einen wunderschönen guten Morgen. Wir waren gestern hier drüben essen. War gut, aber teuer für das, was man da bekommen hat. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Unterkunft. Und ich erzähle euch gleich noch, wenn wir in der Unterkunft sind, was gestern so beschissen war, weil es gerade unfassbar warm ist. Wir laufen hier natürlich auch gerade mit Zeltausstattung. Ja, es ist sonderlich weit, so 250 Meter vielleicht. Aber bei der Hitze mit dem ganzen Gepäck ist das schon ordentlich. Es hat heute, glaube ich, 33 Grad. Die Sonne knallt wie Mittagshitze. Und ja, Luftfeucht ist es halt natürlich. Wir sind jetzt auch nicht mehr in den Bergen, sondern es ist halt jetzt wieder, also es ist halt nur Insel, wir sind unmittelbar auf Wasserspiegelhöhe. Dementsprechend auch ordentlich warm. Ja, gut. Wir sehen uns gleich im Hotel wieder. Hier ganz wieder die Wege, die man so läuft. Wenn man hier mal links guckt und nach rechts guckt. Um halt zu seinem diesmal deutlich luxuriöserem Hotel, noch deutlich teurerem Hotel zu kommen. Ne? Da ist einfach ganz viel Staub, Erde, Dreck und Ruine. Ja, und da vorne sieht man es tatsächlich schon. Das da wird, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, unsere nächste Unterkunft. Naja, wir stopfen mal noch weiter durch die Hitze. Den ganzen Gewicht auch gar nicht so einfach. Merkt man dann schon. Das ist ein ordentliches Workout hier gerade. Ja. Wir sind da. Der Scheiß läuft überall lang. Ein Arm, im Gesicht, das ist meistens schon runtergelaufen. Der Bär ist auch klitschnass. Ja, wir sind heute in dem teuersten Hotel, auch nicht Hostel, in dem wir bisher waren. Wir haben jetzt 17,50 grob. Ja, insgesamt 34, 35 Euro irgendwie zusammen. Ja, für uns beide und für eine Nacht vor allen Dingen. Ja, hat zwei Gründe. Zum einen, alles andere war ausgebucht. Eigentlich ist das der einzige Grund, alles andere war ausgebucht. Ja. Ich zeige euch kurz das Zimmer, sieht auch dementsprechend gut aus. Wir haben hier erstmal einen Balkon. Relativ groß sogar. So, ein paar Stühle, was zum Wäsche aufhängen und ein bisschen Straße, ist aber nicht die Hauptstraße. Oder da haben wir hier noch Berge. Ja. Uns wurde übrigens auch noch gerade eben einfach das Gepäck hochgetragen, weil einen Fahrstuhl gibt es hier wohl nicht für unseren Eingang. Und unsere Rucksäcke sind heute scheiße schwer. Haben die beiden gemacht, war sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, ob bei sowas Trinkgeld gibt, I don't know. Die haben die Rucksäcke mehr oder weniger einfach an sich genommen. Vielleicht hinterlässt man dann am Ende was. Andererseits zahlen wir halt auch einfach 17 Euro und ein paar zerquetschte pro Person pro Nacht. Ja, das ist unser Zimmer, der Bär post schon. Ja, wir haben ansonsten hier Kleiderschrank. Smart TV hat er gesagt. Wir haben diesmal sogar, also Klimaanlage sowieso, diesmal sogar eine Küche mit Kühlschrank, mit Wasserkocher, mit Herdplatte. Ja, wirklich ein Waschbecken, sogar Besteck und Teller und so ein Zeug. Hier unser Bad, Dusche, Klo ist immer ein. Ja, hier in die Ecke ist nichts mehr. Ja, Toilette, sogar mit Klopapier. Ja. Ah, in dem Kühlschrank sind sogar diesmal nicht nur zwei oder gar keine Wasserflaschen, sondern vier. Okay. Kurze Pause und dann gehen wir hoffentlich in den Pool. Ja. Ja. So, kurze Storytime noch zu, was jetzt gestern eigentlich los war. Also pass auf, das ging damit los. Wir sind ja gestern grob 26, also gestern sind wir hier angekommen und haben damit 26 Stunden Reisen am Stück abgeschlossen. Dementsprechend K.O. waren wir auch. Reise ging damit los, normales Busfahren aus Chiang Mai, was gut war. Vor uns die beiden Mädels, die da saßen, waren beide deutsch. Mit denen haben wir dann auch noch gequatscht, weil nämlich unser Bus, und das war der erste spannende Punkt, mit ordentlich Verspätung ankam, sodass wir ein Last-Minute teureres Taxi nehmen mussten, um dann zum nächsten Busbahnhof zu kommen. Regulär hatten wir nämlich dafür eine Stunde 40 grob Zeit, um da hinzukommen. Letzten Endes sind wir mehr oder weniger mit dem Bus angekommen. Und da war es eigentlich fast so, also die Uhrzeit, zu der man spätestens hätte einchecken sollen. Dementsprechend mussten wir uns da ganz schön sputen. Wir haben uns dann das Taxi geteilt mit den anderen beiden deutschen Mädels.
haben dann zu dritt, habe ich zwischen den beiden da auf der Rückbank gesessen, Tabea vorne, um dem zu zeigen, wo wir hin müssen. Taschen über die Füße, alles, weil der Kofferraum voll war durch unsere Taschen. Ja, sind da hingehetzt und haben es dann auch noch pünktlich geschafft, um in den nächsten Bus einzusteigen. Von da hat es auch alles gepasst. Es war so unfassbar anstrengend, die Taschen da selbst früh um vier durch die Hitze zu tragen. Ja, zumal auch diese Travel Protection Case Dinger, die wir haben, die sind gut. Aber die Griffe tun halt schon ganz schön weh, wenn man damit eine ganze Weile laufen muss. War dann letzten Endes jetzt kein Weltuntergang. Ja, sind dann in den Bus rein. Haben es davor auch nicht mehr geschafft, nochmal irgendwie als Stop nochmal auf Klo zu gehen. Sprich, ich konnte dann die ganze Zeit nur in Bustoiletten auf Klo gehen. Die waren aber diesmal deutlich sauberer und waren auch tatsächlich mal Toiletten, nicht nur Wassereimer. Ja, so. In den Bus rein, weitergefahren, die meiste Zeit gepennt. Ja, eigentlich hätten wir dann gedacht, weil wir das nämlich für Tabea vorgeschossen haben mit dem Geld, dass die dann zu uns kommen, um das Geld zurückzugeben. Dem war leider nicht so. Das Geld, was sie uns hätten zurückzahlen müssten, ist quasi umgerechnet, wäre das ein großes Armbrot gewesen. Ja, so dazu kam es halt leider nicht. What the fuck, ich habe gerade einfach aus Versehen eine Spinne zertreten mit meinem Bein, weil die mir hochgekrabbelt ist und ich habe mich in dem Moment in Schneidersitz gesetzt. Okay, gut. Weiter geht's. Ja, sind am Boot gefahren, also noch vom Bus umgestiegen, dann noch auf das Boot. Sind dann insgesamt, wie viele Stunden sind wir im Boot gefahren? 2,5, 3? Ja, 4 mit Verspätung. Oder 4 sogar, ja. Ja, haben das gemacht. Da sind die Mädels weiter nicht zu uns gekommen, um mal irgendwie ihre Schulden zu begleichen. Dementsprechend ist Santa Bea einmal zu denen gegangen, hat sich da nochmal angemeldet. Die meinten dann so, ja, die wollten das ja irgendwie danach dann machen. Theoretisch hätten die auch einmal wegrennen können. Und wir wussten halt nicht, wo es dazu keine Absprachen gab. Was ein bisschen komisch war, aber wenn es keine Absprachen gibt, dann gehen wir noch zu den Leuten hin, um so schnell wie möglich hier Schulden zu begleichen, oder nicht? Ja, die haben dann glücklicherweise, nachdem wir sie nochmal angesprochen haben, nochmal gewartet und haben uns dann noch beglichen. Ja, dann sind wir alle in unseren Bus eingestiegen, sind dann weiter zum Hostel gefahren. Das hat alles gut geklappt. Es war so eine Art Privat-Taxi-Service-Shuttle. Wir haben jetzt pro Person 150 Baht für gezahlt, was verhältnismäßig relativ viel ist, also ein bisschen über 3 Euro pro Person. Ja, da fahren jetzt halt 30 Minuten Fahrt nochmal, vielleicht 40 Minuten mitten durch den Stadtverkehr, sauvoll. War schon okay. Ja, auf dem Boot haben wir zu Beginn beide den ultimativen Sonnenbrand mitgenommen. Weil wir, ich habe es leider im Kopf gehabt, aber nichts gemacht, weil mir war klar, wenn man so auf dem Boot sitzt, die Sonne knallt halt unfassbar doll. Dachte ich mir, naja, geht schon, Fahrtwind und so, ist gerade gar nicht so schlimm. Ja, absoluter Idioten-Move. Guckt euch meine Schläfe an. Hier, ich habe einen Sonnenbrillenabdruck. Dann guckt euch den Nacken an. Ja, was soll ich sagen? Brennt wie Scheiße. Doof gelaufen. Es muss gefühlt jeden Urlaub einmal passieren, damit man wieder daran erinnert wird, so, hey, die Sonne macht auch wirklich noch Sonnenbrand. Ja, so, das war dann das Ding. Dann sind wir ins Hostel, dachten dann da, dass wir irgendwie dann unsere Ruhe haben, keine Ahnung was. Turns out, das Hostel war dann, da wäre jetzt auf den Bildern auf der Anzeige nicht gesehen, ist ja auch nicht schlimm, aber war so eine, wie so eine kleine Kiffer-Drogen-Unterkunft. Überall war so, wie so ganz, also extrem laut, so diese dry, makanische, keine Ahnung wie man das sagt, Bob Marley-Kiffer-Musik. Ja, dann der Inhaber hat einen Joint geraucht, als er uns entgegengenommen hat. Ich meine, es ist hier legal, ne? Aber so war da das Auftreten. Ja, extrem laut halten. Dann dachten wir so, okay, einfach in unser Zimmer, Ruhe pennen. Schluss für heute war anstrengend, wir waren ewig unterwegs. Ne? Wie gesagt, halt 26 Stunden oder was es war, grob am Stück reisen. Ein Bus im nächsten auf die Fähre, ohne irgendwie mal Pause zwischendurch. Ja, kommen ins Hostel. War so ein 10 Bettzimmer oder 12 Bettzimmer. Extrem laut. Zu dem Zeitpunkt, als wir angekommen sind, auch nur Damen drin. Du, mein Gott, ne? Aber halt extrem laut und so ein Geplapper die ganze Zeit. Und dann auch so, no front, aber diese übermaskulinen Stimmen, was sie dann so schon so eine angeraute Stimme haben, dann so, so alte Schäde. Ja, ich bin da so untergegangen, als wir da reingegangen sind. Wo ich dachte mir halt, ich habe meine Ruhe. Normalerweise ist in den Zimmern halt absolutes Totschweigen. Ja, dem war halt nicht so. Es war so, könnt ihr euch so vorstellen, wie so eine Germany's Next Topmodel-Unterkunft, aber so Spanish Edition. 2016 so. Ja,
Tabea sagt 2016 in der Staffel. Ja, davor, da wo die noch in Hostels waren und sich dann hocharbeiten mussten zu den Willen. Okay, als sie noch in Hostels waren und sich hocharbeiten mussten zu den Willen. So, das sagt Tabea. Keine Ahnung, aber war auf jeden Fall, war nicht geil. So, am nächsten Morgen war es zum Glück ruhig, da waren aber auch Typen da. Ja, so, das war die Erfahrung im Hostel. Da haben wir noch gefragt, ob wir das verlängern können, weil am Raum stand, dass wir, wenn wir es nicht verlängern können, kein Hostel haben, weil alles andere war schon Wochen vorher ausgebucht. Das war das letzte Zimmer, was wir bekommen haben. Wir haben gefragt sogar vor Ort, ob wir es verlängern können. Selbst vor Ort hat er gesagt, nee, sorry, leider nicht, es ist alles ausgebucht. Und da dachten wir uns so, ja scheiße. Jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine Nacht am Strand pennen. Wäre an sich auch irgendwo okay gewesen, wir haben es ja schon mal gemacht. Nicht bei der Reise jetzt, aber davor bei der Abifahrt. Ne, das wäre halt so das Ding gewesen. Und dann da wäre die ganze Nacht irgendwie damit verbracht, am Handy zu hängen und noch eine Unterkunft zu buchen oder zu finden, besser gesagt. Hat jetzt tatsächlich auch das hier gefunden, deswegen zahlen wir jetzt hier natürlich eine ganze Ecke mehr. Wir zahlen jetzt so viel wie bei manchen Unterkünften für 2 Nächte. Ist jetzt aber so okay. Ja, nur das ist halt erstmal der Stand, wie es jetzt bis hierhin eigentlich gekommen ist. Ja, so. Ich habe gerade eben noch Wäsche gewaschen. Zeige euch das fix nochmal. Und dann machen wir uns auch schon ja, gleich ab ins Wasser. Planänderung. Es ist doch zuerst das Meer geworden, weil im Pool nämlich schon Schatten war. Oh, das ist eigentlich sehr warm. Angenehm, oder? Einfach heuer. Ich bin jetzt wieder draußen unterwegs. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu 7-Eleven, um noch mal ein bisschen Essen zu holen. Auch ja, wir waren davor mehr, sind zurückgegangen, geduscht. In der Zeit ist die Sonne untergegangen. Ja, Tabea läuft schon mal vorne weg. Denn nebeneinander laufen geht hier nicht, weil es auch hier einfach wieder mal gar keine Fußwege gibt. Ist erstmal nicht schlimm. Ja. Nach dem Essen holen gehen wir dann noch durch die Läden schlendern. Das habe ich mit Tabea abgemacht. Ja. Pumpen noch ein, zwei Sachen an und dann, genau. So, ein anderes Ding war noch an der Stelle. Liebe Grüße an Zoe. Ja, hast du richtig gehört, weil es gab ja mal eine Unterhaltung darüber oder eine Aussage, die ging so nach dem Motto, ja, Tobi, mehr Kabel als Schlimmer. Und es stimmt. Ich habe 3 Unterhosen mit, deutlich mehr Kabel. Aber, springender Punkt, wir haben ja vorhin Sachen gewaschen und die sind leider nicht getrocknet. Das, was ich tatsächlich zu wenig mit habe, sind kurze Hosen, wie es scheint, weil ich laufe jetzt einfach mit einer pitschnassen Hose umher, was gerade mega kacke ist, und auch mit Pullover, wo ich kein trockenes Oberteil mehr habe. Ließ sich jetzt nicht ändern. Das Einzige, was ich noch hatte, und das ist der springende Punkt, Unterhosen. Ja, jetzt wisst ihr das auch. Die Straße ist sauvoll, deswegen packt ich euch jetzt erstmal wieder weg hier. Und ich sitze jetzt heute mal hier im 7-Eleven. Hier gibt es nämlich auch noch so Möglichkeiten zu essen. Für uns beide gibt es jetzt einen Slushie. Tabea steht da und wartet, dass unsere Sandwich fertig sind. Und dann gehen wir die nämlich auch holen. Ja. Slushie schmeckt übrigens wie immer sehr gut. Diesmal sogar ein bisschen größer. Wir haben jetzt pro Person wegen Angebotspreis 13 Baht pro großen Becher bezahlt. Können wir mal umrechnen. Sehr günstig. Das wird es gewesen sein, umgerechnet. Vielleicht 25 Cent, vielleicht 30 Cent für so einen großen Becher. Das ist das Nummer 1, was in Deutschland so hardcore überteuert ist. Das ist irgendwie das, was hier um Welten günstiger ist als alles andere. Das ist günstiger als hier eine Flasche Wasser, wenn du den Inhalt 1:1 vergleichst. So, Tabea und ich haben gerade bei 7-Eleven fertig gegessen. War halt Sandwich, wie immer. War aber geil. Man würde jetzt, wenn das Gehupe hört, die hupen immer wegen uns.
Die hupen die Touristen an, weil die überdenken, dass sie eine Fahrt brauchen, die Taxis. Ja. So. Jetzt gibt's für Tabea noch was zu futtern. Ja. So. Das, was ihr übrigens im Hintergrund die ganze Zeit hört, ist Werbung für einen Thai-Kampf. Generell so ein Ding auf der Insel, kommen wohl die ganzen Camper zusammen und dann gibt's hier fettes Geprügel. Dementsprechend auch hier die Tore dazu. Gehen wir jetzt nicht hin, ist nämlich sauteuer. Günstigste Ticket geht bei 1000 Baht los. Oder sind so ganz außen, was umgerechnet um die 40 Euro sind. Und das als Thai-Standard bin ich dann doch nicht bereit zu bezahlen. Das ist günstiger, wenn man sich nicht den geilsten Platz bei der Fußballspiel holt. Ja. Jetzt ist übrigens noch Shopping-Trip angesagt hier mit der Bea. Dementsprechend glaube ich, wir sollen ein bisschen durch die Gegend gucken nach so Klamotten und nach, keine Ahnung, nach Läden, die Tabea interessant findet. Ja, danach geht's nach Hause und dann wird ein bisschen geschnitten, hab ich natürlich heute gar nicht gemacht. Muss aber für heute noch ein ganzes Video zusammen basteln. Deswegen, das ist jetzt so der Start. Ja, wir gucken erstmal weiter hier. Tabea hier wieder in Live-Action beim Shoppen. Wir haben gerade einfach Montana Black getroffen. Ja, was sagt man dazu? Sie werden Thailand vertreten. Ja, so. Wir gucken weiter durch die Straßen. Die meisten Läden haben wir festgestellt, sind schon am Zumachen. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir laufen jetzt trotzdem erstmal noch weiter. Einfach irgendwie immer die Straße lang und dann links und rechts sind immer noch ein paar Läden und dann. Ja, genau. Hinter uns jetzt, da. Okay, wir sind noch vorbeigelaufen. War wirklich schon unser Hostel, das heißt, wir sind einfach noch vorbeigelaufen und jetzt gehen wir aber weiter. Und hier kommt übrigens gerade hinter mir. Ein Krankenwagen. So, habt ihr sowas auch mal gesehen? Wahnsinn. Das ist zwar kein 7-Eleven, wo wir hingehen, aber es heißt super cheap und ist richtig groß. Da. Dann schauen wir jetzt mal rein, mal gucken, ob das stimmt, was da draußen geschrieben steht. Kleines Update. Tabea und ich haben gerade festgestellt, dass der Markt hinten noch weitergeht. Und zwar so viel weiter. Das ist wie so eine Metro. Ja, also das geht da bestimmt 100 Meter nach hinten. Ja, das ist für. Ja, hier gibt es ja die ganzen großen Sachen. Oh no. What the fuck? Ja, das ist genau die Ecke, bei der ich gehofft habe, dass Tabea die nicht findet. Das gibt sie aber doch. Das heißt, wir verbringen jetzt hier wahrscheinlich noch 2-3 Stunden hier drin. Weil die Gänge auch einfach so lang sind. Es ist ja nicht mal so, dass irgendwann eine Pause kommt, sodass du mal irgendwo durchatmen kannst. So, das hört halt einfach nicht auf. Der Radiosender ist übrigens nicht richtig eingestellt. Trigger teilweise ein bisschen, hört sich an, als würde der Sänger immer in so einen Ventilator reinsprechen. Wir sind wieder raus. Was noch aufgefallen ist, oder generell, was hier so ein Ding irgendwie ist. Wir gucken ja die ganze Zeit auch noch Sonnencreme. In Deutschland natürlich ein bisschen was mitgenommen. Und was halt auch Sache ist, Sonnencreme ist hier extrem teuer. Wir wussten, dass es teuer ist. Zum Teil haben sich auch unsere Erwartungen erfüllt, zum Teil aber auch nicht. Und wenn sich die Erwartungen nicht erfüllt haben, dann lag das daran, dass es unfassbar viel teurer war. Ich habe vorher Sonnencreme gesehen, ungefähr 40 Milliliter für so 12, 13 Euro. Und das muss dann vielleicht echt nicht sein. Und dann kommt noch dazu, dass die Asiaten, die mögen das irgendwie weiß zu sein, wenn man das so sagen kann. Denn die ganze Sonnencreme, die sie hier haben, da steht immer extra drauf, extra white, bleaching, so ein Zeug, dass du halt nicht braun wirst. Sondern halt nur Schuss gegen die Sonne hast. Es ist schade, wir wollen ja braun werden. Wenn Tabea noch mehr Whitening nimmt, dann ist sie bald durchsichtig. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen aufpassen. Ja, so. Wir haben jetzt keine Sonnencreme erstmal geholt. Müssen dann morgen nochmal in Ruhe gucken, wie wir das genau machen, weil ansonsten wird es halt wahrscheinlich eine extrem teure White Bleaching Sonnencreme. Genau. Sowas sieht man hier, dass sich auch vermehrt. Ist jetzt schon das vierte oder fünfte, ich glaube das vierte, was ich alleine heute hier gesehen habe, wo die Kabel eben nicht so sitzen, wie sie vielleicht sollten. Und dann ist es sehr laut und Strom da oben, ne, sichtbar.
ja, war in den Großstädten jetzt nicht so. Ich meine, das wird man erwarten beim Kabelsalat. Aber lässt dann auch mal so ein bisschen vorsichtiger unten durch die Straßen laufen. Lass das Ding mal runterkommen, dann hast du Spaß. Ja, wollte ich euch ganz fix noch zeigen. So, wir sind fertig. Durch die ganzen Läden durchgerannt. Zur Belohnung geht es nochmal für mich in 7-Eleven. So, unser Tag ist jetzt fertig. Wir sitzen gerade beide noch im Bett, noch am Schneiden. Tabea für ihre Videos, ich für meine wie das hier. Ja, wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Ausblick auch hier unten. So, was heißt sehr, sehr schön. Man hat im Hintergrund die Berge, wir können unten auf die Straße gucken und es ist ruhig. Ja, ich werde jetzt noch die Kamera einfach vom Balkon stellen, sage an der Stelle wieder danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und ihr seht jetzt aber noch, wie, keine Ahnung, nachts der Berg aussieht. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.